Und dann nimmst du einfach so einen Klötz und legst drauf, fertig. Da brauche er erstmal einen tiefen Zug. Jawohl, Rauchentwicklung passt bei ihm auf jeden Fall. Ich zeig den Zuschauern jetzt, wie man Kopf baut, okay? Wie man allgemein Pfeife baut. Wie man allgemein Pfeife baut, Bro, du nimmst deine Bowl, schreibst dein Gewinde drauf, hast deine Rauchsäule, danach steckst du deinen Kopf drauf und fertig ist. Da hast Pfeife so gebaut. Das wird schief gehen. Oh, ich glaube auch. Ja, Bruder, aber ich mach nicht. Wisst ihr, was mich richtig triggert, dass er immer noch dieses Video nicht Fullscreen gemacht hat? Der heißt Turan Degi und der Name ist auf seine Herkunft angelehnt. Ah, okay. Und ist der von Twitch oder was? Weil von YouTube kenne ich den gar nicht. Pfeife, Bruder. Ich zeig von meinem Bruder. Er hat so eine Pornopfeife, Bruder. Es ist nicht bei Seide Shisha oder was? Guck einfach das Video, okay? Ja. Das da soll die Pornopfeife sein. Das soll die Pornopfeife. Ich glaube, das ist. Warte. Eine Pornopfeife, Bruder. Guck einfach das Video, okay? Es müsste so eine Dillo-Shisha sein. Ach. Ich bin zu gut, Digga. Hätte ich nicht gewusst. Ja. Hätte ich nicht gewusst. Absolut Schmutz, diese Pfeifen. Ja, Schmutz ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, für 90 Euro kriegst du Komplettset hier mit Molassefänger. Schlauchhalter, Schlauch, Kopf, Kopfaufsatz, Zange, LED-Untersetzer, Feder, bla bla bla. Ist okay. Ist okay. Es sind keine kranken Pfeifen, auf keinen Fall. Man hat fancy Farben, man kriegt eine große Shisha, man kriegt sie billig, man kann sie direkt auf Amazon bestellen. Jeder Mensch hat wahrscheinlich schon Amazon-Account. Ich sehe gerade, krass, der kommt aus Darmstadt, ist gar nicht so weit weg, der Turan. Okay, wir sehen uns. Jalla, heile, Bruder. Ciao. Aber der Kühlschrank ist nice. Der Kühlschrank ist nice, sagt er. Aber der ist echt cool. Der ist echt cool, der Kühlschrank. Kühlschrank, den fühle ich heftig. Aber sowas von. Ich zeig euch jetzt, wie man. Und hat der jetzt gerade wirklich eine Minute lang so ein Intro eingebaut, wie er mit einem Schlappen telefoniert? Ja, wie er mit seinem Schuh telefoniert. Hat er gemacht. Bruder. Muss los, ne? Und zwar nutzt man dafür das Getränk gespart. Jo, was sind das für Jokes? Er hat auch gar keinen Bock mehr. Mit den Witzen oder wird auch irgendwann lustig? Ist das für eine Marke? Das ist Masaya, Digga. Masaya ist das. Eigentlich kein schlechter Tabak. Hat nur einen relativ groben Schnitt. Muss man immer ein bisschen nachschneiden und dann passt das auch. Aber Masaya hat gute Flavor. Ist so ein Oldschool-Tabak. Ja? Sowas wie Alfache oder sowas. Relativ Oldschool-Flavor. Jetzt nicht krass ausgefallen. 500 Millionen verschiedene Sorten kombiniert und dann irgendeinen verrückten Namen gegeben. Standard-Tabak, schön, angenehm, Oldschool-Flavor, ein bisschen grober Schnitt, aber wie gesagt, einmal mit der Schere durch und dann hat sich das. Ich schwöre auf alles, ich lüge. Bruder, seit 3 Jahren rauche ich mit dieser Kohle. Ohne Scheiß, Black Coco, Killer-Kohle. Wir hatten es ja vorhin schon beim Noah. Black Coco ist auf jeden Fall richtig, richtig nice Kohle. Aber ich habe selbst die Tom Coco Gold, aber in der C26-Variante ist vollkommen okay. Vollkommen okay. Ich habe absolut keine Probleme damit. Sieht auch absolut gar nicht schön aus. Also mein Geschmack sieht absolut hässlich aus. Also mein Geschmack wäre es auf jeden Fall auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die viele Leute feiern. Einfach wegen der krassen Farbe schon, ne? Aber auch der Kopf, das ist halt, die kommt mit rein, weißt du, das kommt mit, wenn du dir so eine Pfeife auf Amazon holst, dann packst du die aus und dann schmeißt du den Kopf weg. Kohleteller viel zu klein. Die Proportionen okay. Stimmen absolut gar nicht. Mund eher wegen dem Molassefänger. Aber ohne Scheiß, seine Reaction feiere ich. Es ist. Guckt euch mal diesen Herd an. Guckt euch mal diesen verfickten Herd an, Digga. Sagt mir jetzt bitte nicht, dass er die Kohle auf dieser Herdplatte anmacht. Bitte nicht. Bitte nicht. Jungs. Macht niemals. Niemals eure Kohle auf eurem Herd an. Außer ihr seid suizidgefährdet und wollt euch wirklich umbringen, aber auf eine ganz schmerzhafte Art und Weise. Weil dann bringt euch eure Mutter um.
Okay. Den Witz habe ich nicht kommen sehen. Ich dachte gerade, er sagt so, du stirbst, wenn du Kohle auf dem Herd anmachst, du zerstörst halt dein Herd. Safe. Aber ich dachte so, wie willst du davon sterben? Aber ohne Scheiß, er hat recht. Ich früher bei meinen Eltern, keine Ahnung, Studium in Koblenz, habe in Koblenz gewohnt, war bei meinen Eltern, keine Ahnung, so Weihnachten oder so, dann 2 Wochen und hatte keinen Kohleanzünder dabei. Oder Kohleanzünder ist verreckt oder weiß ich nicht, ne? Auf jeden Fall, Kohleanzünder war am Arsch. So, ich richtig Schmacht auf eine Pfeife. Richtig Schmacht auf eine Pfeife. Dann habe ich mir einen alten Scheißtopf aus dem Keller geholt, ja, den ich auch zerstören konnte. Ich habe 8-mal Mama gefragt, so Mama, ist okay, wenn dieser Topf jetzt kaputt geht, ja? Mama hat gesagt, ja, ist okay, den brauche ich nicht mehr. Dann habe ich die Kohle in diesem Topf angemacht. Das hat ungefähr 100 Jahre gedauert, mindestens, wahrscheinlich mehr. Und dann hatte ich Kohle, die an war. Aber Leute, oh, Stream ist mein Kohleanzünder explodiert. What? Explodiert. Walla, da kamen Blitze raus. Ich dachte, Zapdos kommt, Digga. Ich dachte, Zapdos kommt. Ich wusste nicht, was passiert. Also, ohne Scheiß, bis jetzt, aber es einfach nur traurig. Aber der Typ, richtig, richtig nice. Also, seine Jokes, die kommen an. Ich weiß nicht, was los war, Digga. Zapdos kommt. Auf jeden Fall, holt euch Kohleanzünder. 3 willst du, ne? Oder willst du 5? Nee, 3 reichen, oder? Was ist denn? Digga, ich muss sagen, es ist jetzt 1 Uhr in der Nacht. Dahin. Ich wollte gerade sagen, er hat einfach eine fucking Uhr hinter sich. Hä? Sieht man auch dahin. Da, 1 Uhr nachts, Digga. 1 Uhr 10, sorry, Bruder. 1 Uhr 8, sorry, Bruder. Digga, man legt einfach 3 Kohlen hier, Digga. Sturf. Man macht an. Das ist Alufolie. Alufolie, Digga. Und entspannt, Digga. Was ist das für ein Schmutzwindschutz? Also den kann man aber nochmal sowas von geiler bauen. Ja. Ey. Der ist echt dumm. Höflich gesagt. Der ist echt dumm. Also, er macht mir nicht den Eindruck, als hätte der irgendwas in der Birne. Der ist echt dumm. Höflich gesagt. Höflich gesagt. Ich hab sie eben gehofft, Digga. Man sieht auch Kohle an, Digga. Aber man sieht auch eine Pfeife hoch. Ne? Ich weiß, wie er das macht. Er ist echt dumm. Höflich gesagt. Also allein schon dieses, er ist echt dumm, hatte mich schon, aber dann höflich gesagt. Also ohne Witz, ich bin froh, dass wir uns dieses Abbas Kopfbau-Video angucken, aber nur wegen Kayseriana. Ja, ich glaub, so spricht man den Namen aus. Ist höflich gesagt dumm. Mach Video, kannst du schöne Pfeife haben, kannst du meinen Cover kaufen. Jetzt kommt's, komm ich klar. Bin ich der Einzige, der den Spruch gerade so feiert? Höflich gesagt. Oh fuck, ich sterbe. Puh. Jetzt bin ich gespannt, wie er den Kopf baut. Ich hab Angst. Mein Bruder hat noch diese... Wobei er eigentlich nicht viel verkacken kann, er baut ganz normal mit Tonkopf und einem Sieb. Gibt's eigentlich nichts, was man verkacken kann. Ist echt so, Leute. Locker, fluffig bis zum Rand rein, Kamin oben drauf, zack, fertig. Teil hier, hab ich nicht. Egal. Du musst auch erklären, wie man ohne Folie, also ohne die. Nee, egal, Bruder. Ich meine Zuschauer rauchen so, Digga. Und dann nimmst du einfach so einen Klötzchen, legst drauf, fertig, Digga. Entschuldigung. Sieht doch gut aus. Gut, dass er das Video rausgenommen hat. Fertiges Pfeife, Digga. Ah, nicht so. Bruder. Ah. Bruder, du bist... Ah! Das war ein Witz! Ist so unwitzig. Ey, das ist schon... Peinlich. Das hab ich noch nie in meinem Leben gesehen. Peinlich ist das Wort, das du suchst. Digga. Ach so, Digga. Auch nicht so. Oh, Digga. Nee, zu wenig, oder? Bruder, ah ja, ich hab vergessen. Jetzt bau doch bitte einfach den Kopf. Ein bisschen kleiner, Digga. Wir machen was dürft. Guck mal hier, genau. Digga. Wie setzt du das rein, Digga? Wie setzt du so rein? Weißt Setz du, nicht so reinsetzen. Keine Ahnung, was mit dem Kopf machen, Digga. Guck mal, da qualmt schon, Digga. Da wurde schon Kohle hochgenommen. Oh, so, so.
Übrigens, mein Kopf ist mittlerweile sogar auch ziemlich RIP. Wenn man Komiker auf Wish bestellt, ja, dann kriegt man sowas. MGP hat auch dazu ein Video gemacht, Digga. Ja, das MGP-Video dazu haben wir ja schon gesehen. Das war ebenfalls Schmutz. Auch Link in der Beschreibung, aber ich muss bei 1 MGP korrigieren, ich schwör's euch. Er hat gesagt, er raucht ja auch mit Butcherkopf, ne? Aber er sagt nur, man darf nicht, mein Deutsch ist gefickt. Was? Diese Taub... Ist es wirklich, ja. Man darf nicht überstehen, aber Bruder, wenn du wenn du Butcherkopf raus, Bruder, das muss überstehen, Wallah. Wenn du mit Alufolie raus, Digga, dann ist okay, aber Bruder, wir machen keine halbe Sachen, Digga. Ja, mein Kopf ist RIP, Leute, aber der Wille raucht noch. Ist ein bisschen schief gegangen. So könnte ich zum Beispiel nicht rauchen, gell? Nee, ich auch nicht. Als ich damals mit Kamin geraucht habe, ich habe immer darauf geachtet, dass der Butcher wirklich gerade ist mit dem Tonkopf. Ich ja, habe immer so einen Tick bekommen, dass, wenn das nur ein bisschen schief war, ich musste das sofort korrigieren. Ja. Warum habe ich ihn abonniert? Nein! Oh. Puh. Knappe Kiste. Leute, was ich auch jetzt gerade erst sehe, hatte 900 Likes auf das Video und 780 Dislikes. Korrekte Ratio. Guck mal, das finde ich auch geil an seiner Pfeife, Digga. Du hast sie einfach zum Reinstecken, Digga. Habe ich immer gehasst, die Dinger. Ich habe es immer gehasst. Ist eine geile Idee, dass man direkt einen Schlauchhalter mit dran hat, aber Leute, dieses Ding hängt euch immer im Weg rum. Es wackelt wie Scheiße, du bleibst in deinem Schlauch. Guck doch mal, wie weit dieser Schlauch jetzt von der Pfeife weggeht. Das ist so nervig. Zeig mal nochmal. Digga, hier. Meine Pfeife ist Premium, Digga. Meine Pfeife ist Premium. Digga. Das ist ein Adapter, was du dir holen kannst, Digga. Warum holt der so ein? Bestell dir halt dieses Ding und schraub das an deine Pfeife und fertig. Was holst du so rum? Das würde mich auch mal interessieren. Also ohne Witz, ich würde jetzt eigentlich gern danach den perfekten Kopfbau von dem Kaiserianer. Ich weiß immer noch nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Sorry, Jungs, wenn ich den komplett zerhackstücke hier. Aber da würde ich gerne danach mal den Kopfbau von Kaiserianer sehen. Leute, ich sehe gerade, wir haben 376 Zuschauer. Ist ja richtig abnormal. Also an alle neuen Leute, die hier am Start sind, wenn es euch gefällt, wäre auf jeden Fall eine große Ehre, wenn ihr einmal unten den Like und den Abo-Button zertrümmern würdet. Das wäre sehr, sehr nice. Aber wir schauen erstmal hier Abbas weiter. Hallo. Ach nee. Schon wieder mit dem scheiß Schlappen, ey. Für mich zusammenarbeiten. So, Leute, jetzt drehen wir das hier auf. Hat er es geskippt? Digga. Er hat es geskippt, oder? Och nee, Digga. Er hat auch schon keinen Bock mehr. Immer noch. Für mich zusammenarbeiten. So, Leute, jetzt drehen wir das hier auf. Digga. Oder was ich... Guck doch mal, wie scheiße das jetzt mit diesem Schlauch ist. Da hat doch keiner Bock drauf, oder? Leute, 394 Zuschauer, noch 6 Leute. Und wir haben einfach die 400 geknackt. Ich finde deine Pfeife so positiv und meine so negativ, Digga. Ich fick dich gleich. Digga, wir legen das einfach hier so. Dass ihm das nicht alles rausgeflogen ist. Das könnte ein glatten Werbevideo für die AfD sein, ne? So wie der redet. Was macht der da? Er misst. Er misst, bis wo das Wasser rein muss. Er kommt auch gar nicht mehr klar. Er kommt auch nicht drauf klar, wie er es gerade gemessen hat. Guckt euch nur dieses kleine Nicken vom Kaiserianer an. Guckt euch nur dieses kleine Nicken an, der kommt auch gar nicht mehr klar. Er macht erstmal einen Screen von dem Gesicht. Aber Digga, Snipping Tool, da muss ich auch direkt los. Ein neues Meme am Start. Ihr müsst wissen, Wasser muss kalt sein, nicht warm, ne? Danke. Herrlich! Danke dafür. Herrlich. Marvin, deine 2 Dislikes im Stream sind sicher Abbas und dein Bruder. Ohne Witz, ich habe dieselbe Schublade. Ich habe dieselbe Schublade bei mir. Auch in der Küche, nicht auf dem Herd. Kohleanzünder, die Turbine steht in der Küche, auch unter der Dunstabzugshaube und so. Und da habe ich auch so eine Küchenutensilien-Schublade und bei mir auch bestimmt, wie viel Zangen haben wir in dieser Schublade? 10? 15?
Wisst ihr, was das Traurige ist daran? Irgendwelche Leute gucken dieses Video und denken sich, Walla, mein Bruder Abbas, der hat gesagt, so ist perfekte Shisha-Kopf, so machst du perfekte Shisha auf, Merkel. So mache ich das jetzt auch. Boah, wenn ich diese Platte sehe. Da wundert der sich, warum seine Herdplatte kaputt geht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Steff Unwilheimer, Digga. Ich verstehe es auch nicht. So ein Herd haben wollt, so mit dieser Fleck, Bruder. Hast du wahrscheinlich auch verlinkt auf Amazon. Ne? Also, Kohle, Digga. Full Wasser, Digga. Wir gehen mal weg, Alter. War seine Messmethode etwa nicht akkurat? Wow. Krass. Interessant, Digga. Mhm. Ey, das. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, Leute? Guckt mal hier hin. Guck mal, wann du das an, Digga. Mhm. Ey, das. Pam! Dislike! Smart shit! Rieke. Ich versuche einmal Rieke. Wow, wow, wow. Oh, guck, ruhig. Nicht so gut. Nee, ist nicht so gut. Nein, nicht wieder der Schlappen, ey. Wenn der jetzt wieder anfängt zu telefonieren, gell, was soll ich machen, wenn er jetzt anfängt zu telefonieren? Ich weiß, was wir machen, Kaiseriane. Wir schnappen uns seine Schlappen und wir verstecken die. Schreib es mal bitte. Schreib mal, was soll ich machen, wenn er jetzt anfängt wieder zu telefonieren? Oh, sollen wir dann kommentieren? Oh ja. Das ist mit Abstand das unwitzigste Video ist. Bruder, selbst ein Dead Specky ist witziger als er, Digga. Wer auch immer das ist, ich glaub ihm. Puh. Er wählt auch noch die Nummer. Hat er echt die Nummer gewählt? Was schreibt er? Was schreibt er? Noch nie in meinem Leben. Er wählt die Nummer. Was haben denn die anderen Kommentare so gesagt, Leute? Tut weh, dein Video anzugucken, wie du schon redest. Dein Vater hat zu viel Gürtel genommen. Dein Vater hat zu wenig Gürtel genommen. Ohne Scheiß. Wer das hier vorhin geschickt hat, ne? Danke, 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 danke. Oh, fuck, Alter. Das war mit Abstand das beste Shisha-Video, das ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Beste, was ich jemals gesehen habe.